Und willkommen zurück in Palwelt, wo es gerade Nacht wird. Auf jeden Fall, wir gehen gleich kurz schlafen und dann holen wir uns noch einen so einen Lollipop-Dingsbums da. Lass mich da doch mal... Hallo? Steht der hier mit seinem fetten Bürzel vor und ich komme nicht mehr in die Ballbox. Ich wollte dort nur... So, jetzt haben wir jetzt erstmal... Das muss er erstmal einschmelzen. Die nehmen wir jetzt hier erstmal alle wieder raus. Und wir nehmen unser Standard-Team definitiv wieder mit. Die King Packer allein schon. Schön. Corneo, das Spass und Nightwing. Ja, für die finden wir auch noch Namen. Definitiv. ABI ist in 17 Sekunden fertig. Das ist doch schön. Meine Pfannkuchen mache ich mal kurz selber weiter. Sonst werden sie nämlich nie fertig. Naja, aber die sollen auch eher die Barren machen, ne? Also ist schon okay so. Ah, wurde mal wieder einen Zuckerwatte gegessen. Ich will davon zwei im Gehege haben. Kostet es, was es wolle. Damit wirklich immer genug Zuckerwatte da ist. Einer reicht einfach nicht. Und unseren Lovanda, den kriegen wir gleich noch wieder fit. Der muss wohl halt erstmal Medizin kriegen. Eins nach dem anderen. Ja, ausbrüten können wir auch gleich. Ich wollte hier. So, ich habe doch noch das Fleisch einstecken, ne? Ja, 7 Stück sogar. Dann brutzeln wir, mein Freund. Wir holen zwischen das Ei raus. Ein schönes, feuchtes Ei. Ein Zellari. Sehr schön. Und wir haben ein Level-Up. Siehst du mal. Das geht hier mit drin. Ich brauche kurz einen Vorderbeutel. Okay, dann geht's gleich da mit drin. Ich hole einmal kurz ein neues Ei. Eieiei. Jetzt haben wir das auch fertig. Das ist schön. Warte. Kann ich überhaupt mal was gucken? Ich habe hier diese Medizin. Magengeschwür oder Knochenbruch. Er ist aber depressiv. Was hilft denn gegen Depression? Erkältung als auch Verstauchung. Und der da, ne? Wie erschöpft oder depressiv? Na gut, die können wir, glaube ich, machen. Gleich mal gucken. Hauen wir erstmal ein gewöhnliches Jumbo-Ei rein. Ich muss dem Guten ja irgendwie mal etwas Abhilfe schaffen, ne? Das kann ja nicht so bleiben. Warte mal, dann müssen wir davon mal einen herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Ja gut, Knochenhorn, Metallbahn allein schon. Einer reicht. Oh mein Gott. Es wird wieder eine F-Tasse-Simulation heute. Tut mir leid, Leute. Das dauert ewig. Ich brauche die Medizin. Oh Mann. Wir hatten doch jemand, der Medizin kann. Wahrscheinlich im Bett, ne? Ja, hier sind alle am Pennen. Warte mal, ich leg mich auch mal schlafen. Sonst wird das hier nie was. Jo. So, wenn wir jetzt weiter, dann kriegen wir vielleicht auch Hilfe. Das wäre vielleicht schön. Wir haben jemanden, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wer das wäre, aber wir hatten jemanden, der hatte Medizin. Ja. Oh mein Gott, das dauert so ewig. Das dauert wirklich ewig. Gut, die haben sich wieder so gut wie fertig. Der eine ist schon fertig. Gibt wieder jede Menge Barren. Und Punkte verteilen wir sofort. Alter, du musst noch ein bisschen aushalten mit deiner Depression. Das dauert ja nur ewig. Das Problem ist, wenn wir ihn geheilt haben, bin ich depressiv wegen langen F-Druckzeiten. Okay. Ja, wer auch immer hier helfen kann, der kommt nicht. Alter. Aber ich habe diese Medizin noch nirgendwo gefunden. Okay, eins seit dem anderen. Wir hatten aber irgendjemanden. Du hast keine Ahnung, wo er ist. Ein Moment. Und der hier ist fertig. Dann kann ich hier einmal kurz neu ansetzen. Ein bisschen haben wir ja noch, ne? Jo, gib mir auch nochmal 36 Barren. Barren können wir immer gebrauchen. Pack die hier gleich mal mit rein. Zack, 145 sind immerhin drin. Alter. Und der ist auch gleich fertig. Das können die doch nicht machen. Alter, warte mal, auf was habe ich denn auf 200, glaube ich, ne? Ah, auf 300 sogar. Alter, und das dauert so lange? Aber hauen wir jetzt erstmal Ausdauer auf 200. Junge.
Da unten ist was fertig, dann kann er mein Essen köcheln. Bei dem anderen sind sie auch schon bei. So, warte mal. Das Boot ist weg, dann haut er darin. Es kann sich leider nur noch um Stunden handeln. Aber ich will nicht, dass meine Pals depressiv sind. Dessen holen wir uns auch gleich definitiv, um die geistige Gesundheit hochzukriegen. Noch so ein Zuckerwatte-Lollipop da. Ist doch fast geschafft. Wir sind bei, na, ungefähr 75%. Ich glaube, vorher sind die Barren fertig. Ja, schön. Enzen dürfen, weiß ich gar nicht, ob die wieder lassen. Aber egal, wir gehen jetzt wirklich erstmal. Ich lasse mich mal zu sehr ablenken. Ich habe ja schon wieder an Enzen gedacht. Nein. Wir holen jetzt gleich wirklich erstmal den Lollipop. Gehen nicht anders. Auch wenn die Metallbarren da fertig sind. Brisler hat Zuckerwatte gegessen, also so oft dürfte es zumindest jetzt nicht mehr vorkommen. Wenn wir noch einen zweiten drin haben, sollten wir das Problem erstmal im Griff haben. Schön! So, komm her, Lovanda, wo bist du? Lovanda! Die Spritze wartet! Lass mich ran an dein Ärmchen! So, Emotes, für dann geht jetzt nicht. Warum nicht? Sieht's, dass du da wegkommst. Aber Dalli. Wieso? Positive Gedanken, Neutralitätspakt. Dieser Pal ist erschöpft, du kriegst nichts auf die Reihe. Ja. Ah, weißt du was, dann machen wir anders. Bevor wir jetzt wieder stundenlang hier rumspielen, bis ich ihn zu fassen habe. Ein Moment, Oima auf eine leere Säule. Wir nehmen Oima unseren King Packer raus. Und schnappen uns einmal unseren Lovanda hier. So, dann machen wir einmal Rechtsklick auf die Medizin und geben sie ihm. Sehr schön. Den kann er jetzt natürlich wieder. Zack. Und ich nehme wieder meinen King Packer mit. So, das ist das Problem jetzt auch erledigt. Schön. Und was sagt man essen? Noch nichts fertig, ne? Doch. Ja, schönes Ding. Alles klar. Dann schnappen wir uns unsere Armbrust. Die letzten Palzwirren, die sollten auch fertig sein. Ich würde zu gerne eine anständige Hütte bauen, richtig mit verschiedenen Räumen und so weiter und so fort. Aber wir brauchen Platz. Dafür müssen wir aber erstmal unsere Dingsbums da hochkriegen. So, wir gehen hier wieder hin. Hier wird ja wohl noch irgendwo ein Lollipop rumlaufen. Hoffe ich. Geht nicht anders. Obwohl ich gegen die auch nichts einzuwenden habe. Ja, profihaft daneben geschossen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Sag mal, jetzt ist es aber gut. Sag mal, bist du doch nicht dein Ernst? Zurück. Profihaft, echt. Profihaft. Ich bin der Vollprofi. Jupp. Komm, nimm mal andere Palzsphäre hier. Nimm mal eine gelbe. Oder? Geht's? Gut, den haben wir. Sehr schön. Ups. Entschuldigung. Kann ja mal vorkommen. Gib mir deine Knochen. Da ist noch so einer. Oh, wer ist das denn? Warte mal, was ist denn das für ein Viech? Ein Bronzsherry. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Oh, er scheint nicht sehr stabil zu sein. Na. Schon besser, den haben wir. Nee, den hatten wir auch noch nicht. Den hatten wir definitiv noch nicht. Den will ich auch haben, mein Freund.
zeigt jetzt mal wieder perfekt, wie man jeden Boss schafft. Ach Mensch, das ist die Steuerung. Licht aber auch beknackt. So, du geh deine rein. Jetzt reicht's. Lavanda Faulenz, wieso? Ich hab dich gerade geheilt. Dafür hast du mir zu danken. Okay, 5 haben wir jetzt auch schon. Und wo zum Henker haben wir jetzt diese Lollipops? Was macht er denn? Da frisst er die Leiche? Sieht ja fast aus. Oh, oh, oh. Guck mal her hier. Ups. 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 Naja, es gab immerhin Peilsaft, ne? Immerhin. So, nun gehen wir mal kurz auf unseren Flattermann hier. Das muss auch sein. Ich such doch nur. Das ist immer das Problem. Ich lasse mich immer so leicht ablenken. Wenn ich ja unterwegs bin, dann sehe ich alles Mögliche, so wie den da. Sowas muss ausgeschaltet werden. Sehr schön. Da ist noch so ein Kollege. Was machen die hier? Den Boss bewachen? Was ist das überhaupt? Ach, der. Es wäre des Schwertmeisters. Dann will ich es nicht. Ich suche hier die... So, jetzt ist Schluss hier mit Ablenken. Geh rauf da. F, Junge. Ich wundere mich, worum es nicht geht und hämmer die ganze Zeit auf die G-Taste. Okay. Ah, Mann. Dann haben wir hier von irgendwo am Wasser gesehen. Bambusklamm. Aber ich bin ja auch eher verkehrt. Ich muss ja immer die Küste da absuchen. Aber ich sehe da gerade was anderes. Moment. Da schwirrt noch so ein Surfer drum. Schwören hier zuhauf drum, wenn ich das mal so erwähnen darf. Was ist das denn da? Warte mal, muss ich gleich mal gucken. Ah, Moment. Die muss mit. Na? Warte mal, wir gucken gleich nach den Lollipops. Erstens ist es auch noch eine Statue und da ist eine Höhle oder sowas mitten im Wasser. Ein Moment. So, hier habe ich gerade noch so eine Lifmuk-Statuette gesehen. Irgendwo? Ja, da. Seichtwasserminen. Okay. Ist da wieder so ein Händler drin? Kann sein. Das werden wir gleich sehen, ne? Trotz Zuckerwatte kommt ihre Arbeit nicht nach. Ich bin so nett zu denen. Und was machen die? Faulenzen. Ich glaube, ich steig mal ab, ne? Besser wäre das. Bisschen beengt hier drin. Bestimmt wieder so ein dubioser Händler. Würde mich zumindest nicht wundern. Wie groß ist denn das hier? Nee. Was ist denn das? Roncheria Aqua. Level 30. Und da ist eine Kiste. Okay. Wir sind 29. Ich meine, das könnte rein theoretisch klappen. Wir haben das kein Elektrofähig, ne? Ah, müsste man probieren. Das müsste man probieren. Ich würde es gerne probieren, sag ich ganz ehrlich. Aha. Ob es klappt, ist natürlich eine andere Frage, ne? Das Ding hat doch schon sehr gut Leben. Ich mach so gut wie keinen Schaden bei dem. Na. Du willst doch wohl nicht auf mich, oder? Er will auf mich.
Gib mal deine Kiste her. Dankeschön. Das gab einen Rubin. Sag mal, kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen? Und so, mach deinen Job und lenk ihn ab. Gonzo? Gonzo! Okay, aber so kann man bald zumindest seine Arbeit machen, wenn er mir die ganze Zeit hinterher rennt. Nein. Ja, das ist ja auch mal was. Aber der muss ein bisschen runter vom Leben hier. Stand nicht, der rennt echt die ganze Zeit mir hinterher. Na, 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 etwas Abstand, genau, Gonzo. Es. Na, endlich mal. Schön, Bronchiri Aqua. Oh, 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 so war das mit dir. Du kommst zurück? Boah. Nimm mal das Zeug von mir runter. Ich kann mich nicht bewegen. Gern, danke. So, wir nehmen mal die roten. Dafür haben wir sie ja extra gebaut. Boah, selbst da kommen wir raus? Okay. Das ist eine 36-prozentige Chance, Mensch. Du bleib drin. Ich will den haben. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Ja, schön. Ihr Körper durch Vor- und Nachterpaarung unterscheidet sich beträchtlich. Der Duft, bevor sie einen Partner gefunden haben, wird auch der Duft der Unschuld genannt. Okay. Schön. Schön. Jo. Ich wollte auf meinen Vogel. Das haben wir auf jeden Fall. Da muss ich zu Hause gleich mal gucken, was das für einer ist. Das ist schon schön. Den haben wir auf jeden Fall besiegt. Ein Träumchen. Wie viel gab der denn jetzt? Oh, drei antike Teile. Drei gab der. Ist das eine Mischung aus Pflanze und Wasser? Aber Bronchiri sind ja Pflanzenviecher. Das haben wir ja schon gesehen. Und Aqua, das klingt halt nach Wasser, ne? Was ist das eigentlich für eine Mischung? Weil Pflanze ist doch gegen Wasser effektiv. Okay, gut. Vielleicht ist er immun gegen beides. Müsste man ausprobieren. Wie es aussieht, haben wir auch mitten in der Nacht, oder? Na, noch nicht. Noch nicht. Okay. Schön. Dann kommen wir hier. Mal rauf da. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn der mir hinterher gerannt ist wie so ein Liebestroller. Vielleicht war er auf Paarungssuche. Stehe ich aber nicht zur Verfügung. Der kann jetzt in meiner Hosentasche verweilen. Dich will ich nicht. Danke. Suche ich jetzt wirklich noch einen, würde ich mich ja schon zufrieden geben. Das sind Wölfe. Von diesen Lollipops. Die brauchen wir unbedingt. Lollipop, Lollipop. Gab's nicht mal einen Song? Ich glaube ja, irgendwas mit Lollipop. Wollen wir jetzt mal nicht mit anfangen, ne? Weiß aber auch nichts über den Song, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, irgendwas 80er Jahre. Aber wer den gesungen hat, keine Ahnung. Da ist noch eine Kuh. Schön. So, hier waren die doch irgendwo. Oder täusche ich mich, ne? Die haben wir von den einen im Wasser gehabt. Ja, ja. Sind anscheinend aber auch äußerst selten. Die Pulse wäre da nämlich gerne mit, aber wir fliegen die Küste hier mal ab. Danke.
Irgendwo muss er hier herumlaufen. Bambusklamm. Ja gut, da waren wir vorhin auch schon. Also diese anderen Dinger. Da. Ich sehe einen. Lass mich runter. Du kommst zurück. Unterlasse dies. Den Roten wollte ich gar nicht werfen. Hier reichen eigentlich die Blauen. Aber okay, den haben wir auf jeden Fall, ne? Schön. Den haben wir zumindest einen zweiten. Oh, guck mal, was da liegt. Habe ich vorher auch nicht gesehen. Nehmen wir doch liebend gerne mit. Danke. So, hier werden wir auch wieder bei der Statue. Das passt doch. Wollen wir mich gleich den zweiten ins Gehege setzen. Schön. Dort mal hin. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Wir hatten ja von geguckt. Ich glaube, ich werde... Zum Gießen haben wir zwei Stück. Ah, den habe ich schon rausgenommen, ne? Wolle, ja, ich bin mir nicht so sicher. Haben wir Molle im Moment genug? Die beiden brauche ich. Ah gut, der kann nur Handwerk. Kommt das so oft vor? Ich glaube, wir hatten den extra reingenommen wegen unserem Palzwehren, ne? Der macht Gießen, Handwerk, Kühlen und Transport. Was macht der auch, ne? Gießen, Handwerk, Kühlen. Kühl 2 hat der sogar. Transport und... Der macht vier Sachen. Der macht sogar eine Sache mehr. Aber ehrlich gesagt, ich brauche den für Bergbau. Und den, naja. Ich habe halt sowieso zu wenig Träger, ne? Das ist halt das Problem. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn nun los? Was habt ihr denn angegriffen? Wo kommen da die Katzen her? Ich habe keine Ahnung, aber gut. Das war hoffentlich nicht meine, ne? Nö, mein Team ist noch fit. Wen nehmen wir raus? Das ist eine berechtigte Frage. Stoff brauchen wir ja auch ständig, immer wieder zum Reparieren. Na gut, ihn brauchen wir definitiv. Sie war, dass sie uns helfen konnte. Ihn brauchen wir auch wegen Strom. Gut, er ist jetzt nicht so wichtig, aber ich möchte ihn schon gerne... Ich möchte eigentlich gerne alle behalten. Schwierig, schwierig. Ich nehme erstmal das Schaf raus, wir werden es aber später wieder reinpacken. Dafür kommt jetzt halt der Lollipop mit rein. Läuft auch gleich in die Weide, ne? Damit wir an ein bisschen mehr Zuckerwatte kommen. Sag mal, der blockierte den ganzen Futternapf. Lässt du mich da mal ran? Beweg deinen dicken Körper von meiner... Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht gucken. Hier, die können da erstmal reingucken. Wir haben mal zwei Zuckerwatte, die können mit rein. Mei, oh mei. Dann können die da nämlich wirklich mal ein bisschen mehr Zuckerwatte produzieren. Ziemlich viel fressen, die Gute. So, schmeiß es mal rein, was geht. Hier genauso. Zack. So, das hier gehört hier immer noch nicht rein. Broncherie-Fleisch, das können wir gleich mal brutzeln. Den können wir erstmal reinschmeißen. Das haben wir, glaube ich, irgendwo anders drin. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich weiß, Eis fertig. Die sind fertig. Oh Gott. Okay. Nee, zum Wasser holen hole ich definitiv wieder meine Katzen ins Team. Zum Ende. Zu holen. Aber bis jetzt, gut, die schlafen ein bisschen vor Stress. Zuckerwatte haben wir halt noch nicht genug, aber es scheint das ein bisschen einzudämmen, ne? Also. Krank hatten wir bis jetzt keinen mehr. Das ist schon mal schön. Zumindest kann man sich wieder bewegen.
So, hau rein, was geht. 224 Barren haben wir ja schon mal. Das ist schon mal ein guter Anfang. So, und das kommt eh da hinten rein. Das ist schon fertig. Das brutzen wir gleich noch. Hier, das kannst du doch reinpacken. Oh, hier, das gehört da auch nicht rein. Und den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Den kannst du auch mal reinpacken. Gut. Nimm mal das düstere Ei mit. Und der hier ist eh fertig. Was gammelst du von meinem Essen rum, hä? Ich dachte, das Ei wäre fertig. Schön, 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 schön. So, schmeiß rein. Von roten haben wir jetzt noch 33. Grün haben wir ein bisschen wenig, aber gut. Ich habe ja sowieso letztendlich vor, hauptsächlich die roten zu benutzen. Wenn ich mal ehrlich bin. Wir müssen die Schmieden wieder anschmeißen. So, eins nach dem anderen. Einmal hier die Bronchiri-Bratkeule. Drei Stück haben wir. Hier kann unser Fuchs machen. Ich will mal eine Sache gucken. Den Boss, den wir eben eingefangen haben. Was der genau kann. Der müsste hier hinten stehen. Da. Okay, von Level 3 sind 29, das ist klar. Der kann nur gießen Level 3. Nicht, okay. Ist ziemlich verfressen. Ist Pflanze und Wasser, tatsächlich. Wurzelpeitsche 95, Samenmine 65, Seitenhieb 80. Gut, der ist sehr stark. Angriff 375, Verteidigung 335, Arbeitstempo 105. Er ist wirklich sehr stark. Also fürs Team wäre der ein Träumchen. Ich kann es ehrlich sagen. Waterbronchiri-Sattel benötigt. Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Bronchiri-Aqua im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Ich überlege, den dauerhaft ins Team zu nehmen. Sag ich ganz ehrlich. Da der Wasser und Pflanze zusammen ist. Ich würde ihn gerne gegen den austauschen. Der wird schon noch auf unser Level kommen. Klar, sobald wir 30 sind, ist er auch 30. Partnerfähigkeit, Liebesbürde. Wie viel könnten wir denn jetzt tragen? Das können wir ganz leicht testen. Gehen wir her hier. Kloppen einmal das Erz ab und zeigen verschmutlich 50 mehr. Und dann bräuchte ich nur noch 4 Katzen reinnehmen. Zeigt der gar nicht an bis jetzt? Nö, wir haben immer noch 600. Die hatten wir vorher schon. Er sagte doch, wenn er im Team ist. Oder braucht er wirklich einen Sattel? Kann als Reittier genutzt werden. Wenn Bronchiri Aqua im Team ist, trägt es dein Gepäck. Was deine maximale... Ich glaube, er braucht dafür den Sattel, ne? Sonst geidert nicht. Okay. Das Erz hier nehmen wir trotzdem mit. Ich guck sofort nach dem Sattel. Und den würde ich schon gerne dauerhaft im Team lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Bronchiri Aqua Sattel. Können wir den denn skillen? Feuerpfeil, Feuerbogen, Foxpacks, Geschirr, ich weiß, Flammenwerfer und so. Giftbogen, Giftpfeil, Handschuhe. Sandsack, tropische Tracht, kleines Fangeisen, Surfensattel, Fleischerbeil, Schillensattel, Grintail-Sattel. Den Sattel haben wir. Schaukäfig, Feuerpfeil, Armbrust. Ist klar. Den kann man auch reiten. Okay. Efeu-Set. Eiskühler, kälteresistente Fellrüstung, Teppich, Toku-Toku-Handschuhe. Die Viecher würde ich nie bei mir laufen lassen. Zuchtfarm, große Werkzeugkiste, Dinossum-Sattel. Lübisches Feuer, Bronchiri-Sattel, aber wir brauchen den Bronchiri-Aqua-Sattel, ne? Das ist das normale Viech. Ah, hier, das ist dieser Warnerwurm, der Vogel. Möglichst sehr offen reiten, der kann also auffliegen. Vielleicht ist der sogar besser als unser Vogel. Müsste man ausprobieren. Den skillen wir mal.
Aber Schießpulver, Muskete, Betäubungsknüppel, großes Fangeisen. Ich such den anderen Sattel. Azurobsattel, antike Spiegel, alte Pistole, Musikzimmer, Stehlampe, Metallset, Waterbronchiris, das ist er. Jo, gut, der ist auch relativ teuer, aber wir könnten ihn machen. Wir könnten ihn machen. Wahrscheinlich an der Ausrüstungswerkbank. Ich muss mal was gucken. Das ist er vermutlich. Okay. Geh mal kurz schlafen, da kann mir einer helfen. Besser ist das. Und ich würde halt auch gerne den anderen Vogel mal ausprobieren. Der ist vielleicht besser als meiner, aber ich glaube, der ist Feuer. Dann haben wir gleichzeitig noch einen Feuerpeil im Team. Wäre ja schon schön, wenn man von jedem was drin hätte, ne? Ja, guck mal, da kriegen wir schon Hilfe. Geht zumindest ein Tickchen schneller. Ich will nur wissen, klar, der Sattel ist nur dafür da, damit ich ihn auf dem Wasser benutzen kann. Dann kann ich quasi mit ihm übers Wasser schwimmen. Das ist mir schon bewusst. Oder wahrscheinlich auch an Land reiten. Aber ich will wissen, ob er da mehr tragen kann. Wäre schon ein Träumchen. Wir müssen so oder so mehr Pals fangen, damit wir das Level hochkriegen. Ich glaube, 32 war das, ne? Auf 32 müssen wir kommen. Komm jetzt bloß nicht auf die Idee, wegzurennen. Ah, ist schön zu sehen, dass alle meine Pals jetzt mittlerweile gesund sind. Dass meine Zuckerwatte scheint zu funktionieren. Schön, den haben wir. Einmal hier, bitte. Danke. Und das wollte ich auch noch ausprobieren. Am eins hatte man dann ist erstmal der Vogel. Dort wahrscheinlich auch. Ja. Okay, wir helfen gleich mit, mein Freund. Ich will mal was testen. Die erstmal hier. Ja, er ist leicht gigantisch. Komm mal her hier. Okay, das sieht aus. Ah, okay, ist schon cool. Ich will es jetzt nicht unbedingt bei mir im Lager einsetzen, sag ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, wir können kämpfen mit dem Guten. Hier, so brüllt er nur, oder? Nee. Schön. So muss das. Gott. Und mit E haben wir, glaube ich, auch eine Attacke, ne? Blub, blub. Schön. Okay. Das ist schon cool. Gut, er ist nicht der schnellste, aber kann er auch schwimmen? Mal gucken. Und dann probieren wir es gleich mal mit dem Platz. Naja, gut, hier ist nicht tief genug zum Schwimmen. Aber gut, das Schwimmen ist auch gar nicht wichtig. Dafür haben wir einen Vogel. Okay. So, lassen wir mal wieder runter hier. Der schnellste ist der gute nicht. Komm mal rein hier. Aber ist schon cool. Hast du das Ding fertig? Was ist denn das hier? Wieso kommt hier der langsame Pinguin ran? Der andere ist besser. Der hat Level 2 oder 3. Ich will mich wissen, ob ich den Vogel wirklich drauf fliegen kann oder nur ein normales Reittier ist. Oder so eine Art Gleiter. Wenn ja, tausche ich mich gegen meinen Vogel aus, weil der hier ist, glaube ich, weitaus kräftiger. Ja, ja gut, aber wir haben es gleich. Pinguin ist nicht der schnellste. Das kennen wir schon. Aber wir müssen ja langsam unsere Teams mal gegen bessere austauschen. So, den haben wir. Den geben wir her hier. Dann schnappen wir uns auch mal den Vogel. Das ist ja der gute 13 Level. Ich glaube, den haben wir vorhin auch noch ein paar Mal eingefangen. Warte mal, haben wir den nicht stärker eingefangen? Level 12? Nö. Ja gut, aber die leveln ja auch relativ schnell hoch, ne? Die sind alle so um den Dreh. Die sind alle so um den Dreh. Was kann der eigentlich? Feuer und Transport 3, das ist natürlich auch nice. Tausche mal aus gegen meinen. So. Dann rufen wir.
Er fliegt überhaupt nicht hoch. Das ist nur ein Reittier. Oder? Ich kriege ihn zumindest nicht höher. Und da steht Space höher, Control tiefer, aber... Der will nicht höher. Nö. Ist also nur so ein Reittier, wie es aussieht. Den kann ich hier nicht gebrauchen. Oder ist es ein Bug? So, lass nochmal neu rauf. Nö, der kann nicht fliegen, der Gute. Echt nicht? Das ist natürlich doof. Gut, das ist ein Feuerball. Aber dass er nicht fliegen kann, ist doof. Oder es ist so gedacht, dass er fliegen können soll. Aber, und das nicht funktioniert. Jetzt! Er wollte gerade nicht höher. Doch, er kann fliegen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es auch in meiner Tastatur. Der fliegt schneller. Oder? Kommt mir zumindest so vor. Ja, schön. Mal klar, wir müssen noch ein bisschen hochleveln, aber dann haben wir auch ein Feuer drin. Schneller fliegt er auch. Ja. Okay, mit einmal drücken geht's nicht. Man muss doppelt drücken. Warum auch immer. Gut. Es geht. Das ist schön. Dann lassen wir ihn drin. Er geht schon hoch vom Level, dann ist nicht das Problem. Komm zurück. Dann passt unser Team so auch. Ja, den lassen wir drin. Und ich habe gesehen eben, wir können jetzt, glaube ich, 700 tragen. Also gibt der 100 unser Bronchieri, Aqua Bronchieri. Lass mal einmal hier rüber. Würde ich jetzt noch 4 Katzen dazu machen, die geben wir jeweils 50. Das wären 200. Das wäre natürlich nice. Dann könnten wir 900 Erze tragen. Also 900 Kilo, nicht 900 Erze. Ich sage ja, die arbeiten super, super, super. Bin richtig beeindruckt. Okay, wir knallen uns jetzt einmal voll, damit die Schmieden wieder laufen. Und dann ist es erstmal gut. Wir haben ja jetzt ein paar Erze auf Vorrat. Guck, da sieht man 700 Kilo. Wir können ohne den Vogel 600 tragen. Das ist der Vogel doch praktisch. Wir können ihn zum Fliegen benutzen und er lässt uns mehr Kilo tragen. So. Trotzdem, ich würde die Katzen noch, also noch 4 Katzen dazu reinmachen, um jetzt effektiv Erze zu farmen. Aber das reicht jetzt erstmal. Schön, dann kommen wir langsam voran. Zu Hause ist da. Zumindest kam es mir so vor, als wenn er schneller ist. Bin mir hundertprozentig sicher, bin ich mir jetzt nicht, aber es kam mir so vor. Wenn wir, glaube ich, noch das schwere Ei einstecken, ne? Jo. Unser Essen ist auch für dich. Ein Moment. Ein Greentail. Jo, warum nicht? Warum nicht? Hier, dann hau gleich das düstere Ei rein. Das kannst du auch mitnehmen. Ah, dann noch ein bisschen. Das geht jetzt auch erstmal rein. Immerhin nochmal 34 Barren. Schön. Der Lüfter hat, er lädt wieder auf. Und wie viel Starton haben wir jetzt? Wir haben genau 15, benötigen 15. Ja, sehr schön. Haben wir unser Fanggeschick immerhin auf 5. Immerhin. Okay. Ist doch auch schon mal was. Das freut einen doch. Schön. Den werde ich hier noch einmal kurz. Was pennst du hier so voll rum, Lavanda? Dafür müssen wir doch jetzt ein paar Stück herstellen können. 4. Es mangelt an Palladium. Okay, ich dachte, ich kann da jetzt noch mal ein paar ansetzen. Dann hätten sie die nebenbei produzieren können. Einen Moment. Ich glaube, hä? Nein, haben wir nicht. Wie viele Steine haben wir? Eine ganze Menge. Dann machen wir 100 Stück. Bitte. Kriegt er schon hin?
Und ich verabschiede mich von euch. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Kommt doch langsam. Aber einmal muss ich noch einen Vogel ausprobieren. Woran das jetzt genau liegt. Ich muss wirklich doppelt drücken. Keine Ahnung warum. Er kommt mir aber wirklich schneller vor. Und wie gesagt, es kann sein, dass er mich täusche, aber er kommt mir wirklich schneller vor. Ja, das Lüft. Das Lüft ist sehr schön. Aber die Kiste, da ist auch wieder da. Gießt durch die Wand. Ach, guck mal, wenn man es von hier oben mal so guckt. Eigentlich ist der Einzugsbereich des Gebiets gar nicht so klein. Das Problem ist dadurch, dass es so hügelig ist. Guck mal, da ist der Berg im Weg. Da oben passt nicht wirklich was hin, weil alles schief ist. Hier ist es halb im Wasser. Da hier ist wieder da so hügelig. Wir bräuchten eigentlich eine große freie Fläche, wo wir nochmal komplett neues Gebiet aufbauen. Das machen wir, sobald wir die Box auf 3 haben. Und da können wir den auch schön bauen. Hoffe ich. So, dann gehe ich runter. Bitte? Lass mich mal absetzen. Er backt hier so ein bisschen. Jetzt will er nicht runter. Jetzt. Du kommst zurück. Schön. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Of what?